Spezial aus Bayern und aus Tirol. Ja, grüezi miteinander. Zum Camping geht's diese Woche und zwar in die Berge. Wie gut ist man hier unterwegs in Sachen Gastfreundschaft? Oh, die schauen bis jetzt erschossen aus, ne? Bin mal gespannt. Heute besuchen wir den Lengrieser Bergcampingplatz. Wir testen den Service, das Freizeitangebot, die Übernachtung, die Sauberkeit und selbstverständlich auch die Gastronomie. Gastgeber in Lengries ist Hans Probst. Sein Campingplatz liegt in der Nähe des Tegernsees. Der Eindruck? Zum Thema Schuhe, für mich war es jetzt neu, dass man Strumpfsockert in die Sanitäranlagen geht. Der Hygiene wegen. Ich meine, da sind wir natürlich jetzt auch gebeutelt, haben in den letzten Monaten viel gelernt. Ich glaube, dass da keiner ein Problem mit hat, oder? Mit Hygiene hat sich ja keiner Probleme, ohne Schuhen eher. Das gilt vor allem für die Küche. Ist da alles okay? Einzig bei den Kartoffeln vielleicht ein kleines bisschen weniger Butter, aber das kann nicht sein. Butter zu wenig an der Kartoffel kann nicht sein. Nein. Diese Woche sind wir in den Bergen unterwegs und testen hier Höhen und Tiefen der Campinggastlichkeit. Den Anfang macht Hans mit dem Lengrieser Bergcamping direkt bei Brauneck. Morgen sind wir bei Alois. In Kochel am See führt er den Campingplatz Kesselberg. Weiter geht's Mittwoch zum Eurocamp Wilder Kaiser, den Christoph in dritter Generation leitet. Am Donnerstag sind wir dann in Österreich und besuchen Jennifer in ihrem Tirol-Camp. Und den Abschluss der Woche macht Thomas, Campingressort Allweglehen bei Berchtesgaden. In Sachen Camping ist Mike ein begeisterter Laie, aber bei der Gastlichkeit ist er absoluter Profi. Bereits zum zweiten Mal macht er den Campingcheck. So, ihr Lieben, mein Lokal, dein Lokal, neue Woche und it's Camping Time. Und was heißt das? Seit letztem Jahr weiß ich, das ist auf jeden Fall nicht 0815. Alles ist in dieser Woche möglich, ja? Wir machen Folgendes. Wir fahren ein bisschen durch Bayern, wir fahren ein bisschen durch Tirol und besuchen mal richtig coole Campingplätze. Anfangen werden wir jetzt in Lengries und zwar beim Hansi. Das übrigens ist unser Newcomer im Campingbusiness. Und das schaue ich mir jetzt an. Auf neuen Campingplätzen ist das Einkehren gut, oder? Hans führt seinen seit September 2018. Ich bin der Hansi, ich bin geschmeidige 44 Jahre alt und bin da am Campingplatz der Depp für alles. Auch eine nette Beschreibung für Chef sein. Schauen wir uns mit dem Depp für alles mal um. Platz ist da für viel Urlaub mit viel Panorama. Wir sind ein Familienunternehmen, wir sind also drei Geschwister und wir machen das miteinander. Mit seiner Frau und den Geschwistern hat Hans vor 2 Jahren hier alles neu gebaut. Wenn die Urlauber oder die Gäste, die da sind, dann fahren und sagen, es war wunderschön da und sagen, und wir kommen wieder und du einfach ein bisschen eine Beziehung dazu aufbaust und das macht richtig Spaß. Da freut man sich. Ja, da freut sich auch Mike, wenn alle glücklich sind. Wie ist denn dein erster Eindruck? Bist du zufrieden? So habe ich mir den Start nicht vorgestellt. Hallo? Nagelneu, aber ich habe nur einen Nachbarn. Ja, jetzt muss man natürlich kurz erwähnen, dass wir jetzt in der Nebensaison gedreht haben, ne? Damit wir die Sendung halt in der Hauptsaison ausstrahlen können. Aber es ist lustig, ne? Man schaut so ein bisschen auf den Platz und denkt, aber Nebensaison. Stimmt schon, zusammen ist man weniger allein. Aber was zählt, ist ja die Qualität. Da bist du endlich. Die junge Dame. Das ist die Junior-Chefin und wahre Chefin. Hi. Ach, wahre Chefin ist sie, aber du bist Chefin Hansis Frau. Ja, da ist er schon. Ah, da kommt der Chef auch noch. Servus. Und, das ist gute Anreise. Ja, ganz gut, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen durch den Ort und so, das war sehr schön. Ja. Also das ist ja das Schöne da, wir sind da mitten in der Freizeitarena drin, vom Brauneck, sind aber sehr ruhig und können halt da, der Vorteil bei uns ist halt, wir haben zwischen 5 bis 10 Gehminuten und kannst du sämtliche Sportarten machen, wie Sommer, wie Winter. Ist das dann euer Eigentum? Seid ihr Pächter? Wie muss ich mir sowas vorstellen? Also die Anlage gehört uns und okay. Das Einzige, was wir verpachtet haben, ist die Wirtschaft drin. Das ist doch in Ordnung. Man konzentriert sich einfach auf den Schwerpunkt, was man wirklich kann. Und Gastronomie überlasse ich dem Gastronomen. Finde ich in Ordnung. Ich
hätte natürlich jetzt Lust, dass du mir das zeigst. Magst du mitgehen? Ja, dann starten wir durch. Jetzt. Komm, geh mal. Viel Spaß. Jacke an, die kleine Dame. Dann mal los. Hans und Tochter Katharina zeigen Profi Mike, wo es lang geht. Und was noch? Dann kriegst du von mir einmal die Stromkarte. Ja. Dann kriegst du einmal WLAN. Brauchst okay, du WLAN? Cool. Ja, ja. Jeder braucht WLAN, ne? Ja, genau. Oder? Und dann haben wir da noch unser Gästekarten Plus. Okay. Das heißt, da hast du ein Buch dabei. Da kannst du reinschauen, was du alles für Vergünstigungen hast. Du kannst umsonst einmal die Bahn hochfahren, du kannst umsonst ins Hallenbad gehen, du kannst umsonst ins Freibad gehen. Ich sehe das auch, dass die, die dort Camping machen, das sind so auch, ich sag schon mal, Leute, die sehr viel Sport betreiben. Sehr gerne am Berg gehen, glaube ich, mit dem Rad viel machen und so. Voll spannend, finde ich das. Wie viele Plätze hast du hier? Wir haben da 24 Stellplätze, okay. Campingplätze und haben 7 Almhütten, haben 6 Doppelzimmer und haben 2 Familien. Also, dieser Campingplatz bietet auf jeden Fall alles. Also, ich kann mit dem Campingmobil kommen, ich kann mit dem Wohnwagen kommen und ich habe eben die Möglichkeit, in diese tollen Hütten einzuziehen. Sehr schön. Da gehen wir jetzt einfach mal vor, oder? Ja. Und dann darf ich dir die Gisa vorstellen. Die Gisa. Genau. Die Gisa kocht quasi heute die Punkte für dich ein. Na, das hoffen wir doch mal. Als Pächterin zieht Gisa mit dem Familienunternehmen bestimmt an einem Strang. Oh, das ist aber schön. So, servus, ja, hallo. Genau. Grüß euch. Rustikale Gastlichkeit empfängt uns im Campinglokal Lana Stuben. Viel Holz und gemütliches Ambiente passen gut in die Berge. Servus, hallo. Christi, freut mich. Grüß Gott, hallo. Servus. Das ist aber schön. Genau. Also das ist quasi dein kulinarischer Partner heute in dem Wettkampf, ja, genau. Oder? Das ist der Gäser ihr Laden da und weil mit dem Kochen habe ich nichts am Hut. Na? Sonst hätte es nur Weißwurst geben und die hätte es gerissen. Kasspatzen auch. Also, du bist der Gebäudeersteller und Verpächter, ja, genau. Und du bist die Dame, die die Gastronomie hier betreibt, oder? Genau. Jetzt schauen wir mal, was in der Gastronomie ist. Aber der wird sich schon auch einen Partner gesucht haben, der zu Ihnen passt, garantiert. Du, wir kommen zurecht. Bist dann du beim darf ich Essen? Sagen, dann bin ich weg. Wenn es was zum Essen gibt, bitte melden, weil dann komme ich auch wieder. Ich esse und du darfst dabei sein. Machen wir es so? Alles klar. Also, gut, servus. Servus, danke. Das heißt anderthalb Jahre oder jetzt am Start, oder? Ja, ziemlich okay. Genau. Ziemlich genau. Okay, das ist fein. Hat es geschmeckt, wenn ich jetzt mal so fragen darf? Sehr gut, ja. Sehr gut? Ja, okay. Der Lieferant meines Vertrauens. Bist du? Ja. Entschuldigung. Servus, Mike. Also das ist ja auch schön, ne? Wenn der Lieferant selber an der Bar sitzt und sein eigenes Zeugs dann noch isst, das ist ein gutes Zeichen. Und du kommst aus der Gastronomie, klassisch? Aus der Hotellerie. Ja, Hotellerie. Ja, ja. Das heißt, Hotelfach gelernt? Genau. Und du stehst aber selber in der Küche, sehe ich, oder? Ja, heute, weil mein lieber Koch, der muss sich gerade ein Rind anschauen, das für uns geschlachtet werden soll. Und der ist gerade nicht da, der kommt aber nachher dann wieder. Der ein Rind anschauen, ob die Frisur liegt oder worum geht es jetzt da? Nee, ob die Hörner noch drauf sind. Nein, in Wahrheit geht es darum, ich möchte nur Rinder verarbeiten und auch andere Tiere, wo ich weiß, wo sie gelebt haben und wie sie geschlachtet wurden. Und diese Tiere werden auf der Weide getötet. Jetzt sagt sie, mein Koch ist gar nicht da, weil der sucht sich gerade ein Rind aus. Dieser regionale Bezug ist ja wirklich beeindruckend. Nicht nur der regionale Bezug, die professionelle Küche ist ebenfalls nicht ohne. Dann zeige ich euch mal unser zweites Heiligtum, die Küche. Ja, jetzt zeigt mir der Hans mal seine Fische hier. Die sind von dir. Die sind von mir. Das sind ganz frische Bachsaibling. Okay. Kommen wirklich aus dem Bach, nicht aus der Teichanlage. Ja, das ist interessant. Und das ist eigentlich ganz wichtig, weil die Fische im Bach müssen immer gegen die Strömung arbeiten. Dadurch sind sie ein bisschen muskulöser, das Fleisch ist fester. Ich sag jetzt mal, Zuchtbecken, ja, da ist der Kampf vorbei. Ne? Das ist so wie Süßer am Sofa, für dick und träge, ne? Anstelle auf dem Laufrad Fernsehen schauen. Ne? So ungefähr muss man sich das vorstellen. So, da haben wir das gute Stück vom Hans, gell? Da haben wir jetzt einen von den Saiblingen, die würde ich gerne herrichten als Filets und auf einem Risotto servieren und das Ganze mit roten Beeten in einer schönen Farbe. Okay, ja. Das ist mein Gericht jetzt, schauen oder? Schauen wir mal, das wird dein Gericht. Das klingt nach Süßers Geschmack. Regional, frisch und ansprechend zubereitet, liebevoll filetiert Gisa den Saibling. Mike, erklär mal. Für euch da zu Hause, ne? Hinterm Kopf einschneiden. Genau. Dann ganz kurzes Messer ansetzen, dann mit einem Schnitt versuchen, den Druck auf die Gräte zu üben. Und dann schneidet man es so runter, dann sieht man, dass das so sauber. Okay? Und das sollte in der Regel dann überbleiben. Und damit diese Karkassen, so nennt man das nämlich, auch noch einen Zweck erfüllen, kann man einen Fischfond draus kochen. Die große französische Küche sagt zwar nicht von einem Salmoniden,
Aber Geschmack bringst du trotzdem in die Brühe, ne? Wir kochen ja auch nicht wie Gott in Frankreich, sondern wie Gesa in Bayern. Das sieht gut aus. Wunderbar. Werden die kurz gebraten nur, oder schätze ich? Die werden kurz gebraten, aber was wir brauchen, ist rote Beete-Saft. Und den müssten wir jetzt noch machen. Und wie wir da hinkommen, zeigst du mir jetzt? Das ist unser Produkt aus dem Dorf. So sehen die interessanten Knollen aus. So, und das ist? Und aus denen machen wir Saft. Das ist rote Beete, Rauner, rote Rüben. Mhm. Und zwar wirklich nicht nach EU-Richtlinien formen, sondern Gemüse aus meiner Region. Mhm. Viel geiler wie gerade sein und schöne Ausstrahlung haben. Ne? Was bringt denn die ganze Schminke, wenn da drunter die Fassade bröckelt? Und dann kommt aber Essig aus Italien. Ja, aber der kommt deswegen von da, weil das einfach wichtig ist. Das sind Freunde, wo das einfach besser wächst. Und EU-Freunde sind ja was Schönes. Wow, das ist mal eine rote Beeteröte, das ist ja der Hammer. Und das ist eigentlich alles, oder? Das ist alles, Salz, Pfeffer kommt später. Boah. Aber unfassbar. Tolle Nachhaltigkeit, Gemüse aus der Region. Ich bin wirklich, wirklich beeindruckt. So, da brutzelst du jetzt ein bisschen was Risotto-mäßig an. Risotto, genau. Dann nimmst du rote Zwiebelchen. Risotto, da muss ich dich fragen, kommt jetzt der ganze Ansatz ganz frisch oder hast du den Risotto-Reis bis auf einen gewissen Punkt schon vorgegart? Ich würde ein bisschen vorgegartes schon mal hernehmen. Und da hast du auch keinen Verlust irgendwie an Qualität. Du musst es nur wirklich weiterhin dann so machen, wie man halt Risotto macht. Warme Flüssigkeit drauf, immer rühren. Die Eckdaten bleiben die gleichen. Risotto ist eben das Gegenteil von Fast Kitchen. Wieso ist die Farbe so? Hast du da auch rote Beete dran? Oder? Nein, das ist ein Malheur, muss ich gestehen. Unser Gemüsefond hatte rote Beete-Reste in sich. Deswegen. Und das ist leider eine Färbung, die ich nicht wollte, aber die ist jetzt passiert. Im Restaurant, Gäste kommen, zahlen Geld. Weiß nicht, ob die mit jeder Verfärbung so klarkommen. Aber richtig schlimm finde ich es auch nicht. Vielleicht kommt eine neue Kreation dabei raus. Und es ist ein ziemlich ehrlicher Move, vor der Kamera authentisch mit dem kleinen Fehler umzugehen. Was passiert jetzt mit den Saiblingen? Hier den Saibling angebraten, im Moment ungewürzt. Kommt Im Moment da noch was? Ist er ungewürzt. Ich drehe ihn und würze ihn dann nur mit Salz und einer bunten Pfeffermischung. Okay. Und dann kommt der Saft hinzu. Gut, also jeder hat so seine Philosophie. Ne? Man kann grundsätzlich mit verschiedenen Dingen würzen. Das obliegt jetzt mir nicht, das zu beurteilen. Vorher, nachher, ich finde immer nachher fast ein bisschen besser. Kann das sein, dass das Gericht so gut wie fertig ist jetzt? Das ist jetzt fertig. Mhm. Wir lassen nur noch die Butter kurz zerfließen und dann war's das. Und dann richten wir an. Soll ich mal rausgehen? Darfst du gerne. Ich schau mal, wo der Hansi ist, oder? Na dann mal los. Gesa richtet das blutrote Saibling-Risotto-Gericht jetzt an. Mike und Hans sind sehr gespannt. Sehr schön. Oh, geht schon los. Schau. Jetzt. Dann schauen wir mal, ob es dir schmeckt. Schön. Teller ist auch gewärmt. Auch klassisch bei dir. Schöner Teller, optisch. Coole Kreation, finde ich. Farblich ist das Gericht wirklich beeindruckend. Was sagt der Gaumen zum geschmacklichen Zusammenspiel von Saibling, Risotto und roter Beete? Also wirklich ein unfassbar guter Fisch und auch gut zubereitet. Man merkt, da ist eine Leidenschaft fürs Kochen einfach da. An gute Produkte finde ich ganz, ganz toll. Für mich könnte das Spiel mit der Säure fast noch mehr sein. Kannst du nachher in der Küche mal probieren. Das Risotto selber, finde ich, könnte mehr Biss haben. Schlotzig soll ein Risotto doch sein, oder nicht? Es ist ein bisschen zu kompakt geworden, es ist zu viel Kleber, freigekocht jetzt. Ein Risotto muss rutschen, das ist halt so. Ne? Also, in diesem Sinne, alles Gute. Hansi, dir eine coole Woche, ne? Danke. Geh heute noch mal sporteln, du wirst sehr viel essen müssen. Okay. Danke. Zum Sporteln gibt es hier in den Bergen jede Menge Gelegenheit. Aber wie ist denn dein Fazit, Mike? Den ersten Schrecken habe ich verdaut. Nur ein Nachbar heute auf dem Campingplatz. Aber Sonntag war Abreise, wir sind in der Vorsaison, habe ich alles kapiert. Und dann komme ich in diese Location. Ne? Ich habe den Mann kennengelernt, der den Fisch liefert. Ne? Der liefert nicht nur, der isst hier auch. Also gutes Zeichen. Ne? Und der Koch Fabian, leider habe ich nicht kennengelernt, der geht die Kuh streichen. Na Blödsinn, der schaut sich genau das Rind an, wo es herkommt. Also diesen Ansatz, was Sie hier in diesem Haus machen, ist für mich ein Wochenstart, wo ich sage, hohes Niveau, hohes Niveau. Ich hoffe, dass Sie es halten können, aber der Fabian kommt ja noch als kleine Geheimwaffe hinterher. Gute Karten für den Wettstreit? Mal sehen.